So, okay, das war eigentlich ein bisschen zu früh, aber machen wir es trotzdem. Hallo und herzlich willkommen. Ja, wieder zum Let's Play von Star Wars The Old Republic. Dunkle Seite mit unserem dunklen Maul. Und wir sind immer noch auf der Reise der Reinigung unserer Seele. Also für diejenigen, die nicht was los ist. Ich habe mehrere Seelen aufgenommen. Ich wollte stärker werden. Ist nicht so ein guter Einklang mit seiner eigenen Seele und deswegen müssen wir die anderen irgendwie rauskriegen. So gesehen. Kurzform. Ja. Gibt es garantiert einige, die es jetzt gerne besser erklären möchten. Ich möchte das nicht machen. Ja. So, kurz vorweg. Ja, es kam heute kein Stream. Ich weiß, tut mir leid für diejenigen, die sich wahrscheinlich erhofft haben. Samstag, yo, Mann, geil, Stream, dunkle Seite. Sorry, wenn ich das sage, aber ich bin mal froh. Jetzt heute, also jetzt heute spezifisch, ja, nicht sonst, aber heute mal wirklich so ein bisschen gechillt zu sein, denn wir waren heute schon auf Wohnungssuche, hatten schon eine Wohnung uns angeguckt, weil wir wollen ja umziehen, weil es gibt ja bald unser Baby, ne, das wisst ihr. Und ja, und da gibt's, ja, wie gesagt, ich bin heute auch ein bisschen fertig, ein bisschen kaputt und wie gesagt, ihr sagt ja auch, man, also, ne, soll ja auch so sein, man soll ein bisschen auf sich selber achten. Und deswegen achte ich mal auf mich selber und mache dann wenigstens ein Let's Play noch für euch, aber kein Livestream. Deswegen morgen sieht es alles ein bisschen anders aus. Da, beziehungsweise sollte es anders aussehen, ne? Von daher geht mal davon aus, dass da morgen ein Livestream kommen wird. Und so, deswegen hier, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, ne? Mega cool, die haben das Interface hier so ein bisschen geändert. Ja, das heißt, du kannst dann hier jetzt sozusagen auch schnell draufklicken. Die haben das hier rausgenommen, haben das hier mit reingepappt. Ja. Also Freunde, also Gilde, also wer, ne? Freunde und so, ja. Freunde, also Freunde, wer, da kannst du suchen. Also wahrscheinlich so, wer jetzt hier alles da ist, ne? Ja. Dann hier ist das Gildenfenster und hier sind Nachrichten. So, schön. Ich habe keine Nachrichten. Dann weiß ich schon mal erstens, ich habe keinen Spam. Oh, das ist alles gut. Ich mache euch erst gleich noch weiter Eis. Jetzt die Frage: Wo müssen wir eigentlich? Mal gucken. Was müssen wir denn hier machen? Besiege die Chris Fangs. Ja, die Chris Fangs. Sind das die hier? Chris Fangs Hetzer. Jo. So, Wasser ist aufgegessen. Oh, das Beste, was man machen kann im Sommer: Wassereis essen. Rate ich jedem. Wir haben uns extra drei Packen noch gestern geholt. Das ist echt toll. So. Kalt, kalt hinten im Hals. So. Ich hoffe jetzt mal noch ein bisschen hier um. Da, da sind noch zwei. Ihr seid meins. Ach komm, nehmen wir die mal mit hier. So, das sind drei. Nein. Eins. Na, fünfmal? Drei. Drei. Vier. Ja, okay. Ist ja fast fünf, ne? Ah, das ist keine gut. Vorantikus? Was? Muss ich. Benutze den mal bei so einem silbernen, ja? Okay, er merkt es nicht, glaube ich. Okay, alles klar, er lebt noch. Er lebt noch. Ja, er hebt in dem Kristall. Wir sind mal gute Dinge, ne? So, schauen wir mal hier nach. Nix Besonderes, glaube ich. So, jetzt müssen wir. Ja, hier reinbegeben. Toll. Oh, geil. Alles von unten. So. Müssen wir wieder rechts hoch, oder? Ich meine, so ein Shortcut gibt es ja leider nicht. Oder können wir uns da hoch? Nee. Da. So, wo bin ich jetzt eigentlich hier? Hier hinten. Alles wird gut. Doch, doch. Ich glaube, wir können uns porten. Ich meine, ich bin jetzt richtig faul, aber ich habe keinen Bock, nochmal außen rumzulaufen, ne? Ist ja auch mal nicht so schlimm. So, für euch natürlich, ich hoffe, ihr habt keine. Oh, dang it, ich muss doch hoch. Ach, verdammt, oder? Ach so, ist nur einmal. Okay, ja, ich habe nichts gesagt.
Ja, für euch, ich weiß nicht, ob das manchmal vorkommt oder nicht, deswegen sage ich es immer ab und zu mal selten. Eigentlich fast gar nicht, aber nicht wundern, es könnte vielleicht irgendwie mal so eine kleine Aussetzer geben vom Mikrofon, wo ich dann immer so eine etwas tiefere Stimme bekomme. Hört sich dann ganz lustig an, ist für mich dann aber immer sehr, sehr nervig, wenn ich das im Nachhinein höre, weil ich das nicht ändern kann. So, Mobeck, hier hast du das. Ich bin fertig. Der Vorantikus war kein Problem. Wer seid ihr? Was wollt? Oh, ja. Ich habe euch in die Albtraumlande geschickt. Das ist ein bisschen Schon wieder verwirrt. zurück? Na gut. Dann zeigt mir jetzt den Splitter. Gut. Gut. Vollständig gereinigt. Ich werde diesen Test als erfolgreich verbuchen. Bin ich ausreichend gegen den Wahnsinn geschützt? Ihr seid so gut geschützt, wie ich es vermag. Ob das ausreicht, wird sich zeigen. Nun, werdet ihr euch in das dunkle Herz wagen? Sirwin hat euch hierher geschickt, nicht wahr? Ja, ich bin sicher, das hat er. Nun gut. Ihr seid ein ungewöhnliches Exemplar. Ich weiß nicht, was daraus resultieren wird. Die bestgehüteten Geheimnisse des dunklen Herzens liegen in den trostlosen Gängen. Was immer ihr sucht, es ist wahrscheinlich dort. Du bist ein trostloser Gang. Soll ich mir irgendwelche unschönen, unwichtigen, unteure, also hier, ich weiß schon, und, ich weiß gar nicht genau, was ich meine. Na, hier so eine unteuren, also billigen Schuhe. Ach, ich wollte irgendwas noch mit un sagen, aber mir fiel kein Wort ein, was gerade mit un anfangen könnte. So, wir gehen jetzt mal dahin. So. Wisst ihr was? Ganz klammheimlich denke ich doch gerade über ein Wort nach, was mit un noch sein könnte. Nee, fällt mir gerade nicht ein. Ist ja auch egal, ist ja nicht so schlimm. So, betritt die Ritualkammer, finde den Ursprung der Kraft des dunklen Herzens. Ja, mache ich gerne. Verdorbener Wald. Durchgedrehter, verlorener. Ach, ein Gormag. So, jetzt sind wir gleich da. Oh, einmal hier drunter wahrscheinlich. So, was enttarnte Gormag-Wüterin? Jetzt die Geht es Frage. schon wieder? 100 Pro kann ich euch sagen. Wenn wir jetzt den hier erledigen, haben wir noch die kleine Sidequest mit an der Backe. Wenn ich wäre nichts unbedingt dagegen haben. Was genau? Habe ich doch gesagt, ich wusste es. Ich hab's einfach im Urin. Merket. Das wird nicht gut. Alles klar. Wird so kommen. So, ich würde sagen, das ist eine ganz gute Idee. 3, 4. Oh, er ist schon voll gestorben. Na gut. Oh, hey. Ein grünes Item. Wahrscheinlich unwichtig. Oh. Besser als das, was wir jetzt aktuell ausgerüstet haben. Interessant, interessant. Apropos, es wurden schon, beziehungsweise im letzten Livestream wurde es schon erwähnt von euch. Da wurde gesagt, hey, machst du auch noch die dunkle Seite mit von der Erweiterung? Die ist ganz anders. Ich weiß noch nicht, ob ich das schon mal beantwortet habe oder nicht. Wahrscheinlich sowas in der Art, also falls ich das geantwortet haben sollte, so, ja, wenn es so sein sollte, vielleicht, keine Ahnung. Ich habe es ja nur mit der hellen Seite geplant. So in etwa würde ich das jetzt euch auch sagen. Hey, eventuell, wahrscheinlich, ja. Ich weiß, das ist eine sehr präzise Antwort. Eventuell, sehr wahrscheinlich, ja. Also, sagen wir es mal so. Eventuell, ich weiß es noch nicht, wie ich wirklich drauf bin und
Ich meine, SV Tower ist ja doch nicht mal so ein kleines Kinderprojekt, was mal so 20 Parts hat und dann ist es vorbei. Ich meine, es läuft ja weiter. Ne, ich meine, es ist ja mindestens ein 150, 200 Part langes Spiel für die ganz normale, also für die ganz normale Klassenstory. Und deswegen möchte ich da jetzt nicht irgendwie vorharsch reagieren und sagen, okay, hey. Ne, das mache ich definitiv, also kann ich nicht versprechen. Weil, wenn ich mal überlege mit den ganzen Erweiterungen, hey, das dauert lange. Ja. Ich meine, so sehr ich ja auch gerne Star Wars mag und hier auch, das ist klar, muss ich doch aber. Also genau wie ihr müsst euch dann auch mal eingestehen, hey, das ist dann irgendwann mal gut. Ne, ich weiß, Star Wars geht eigentlich immer, aber irgendwann ist auch mal, sag ich mal, Sense. Ne? Denn, man möchte ja auch irgendwann mal so fertig werden, sag ich mal. Ne? Ich weiß, es ist ein MMORPG, man kann nicht fertig werden. Doch, finde ich irgendwo schon. Also es ist ja irgendwann auch mal, wisst ihr, wenn man, wie viele andere, ich weiß ja nicht, es gibt ja viele Menschen, die können sowas. Die können ein Spiel 5 Jahre lang spielen. So will ich jetzt zum Beispiel. Aber das ist, klar, ich möchte spielen, weil ich gerne das wissen möchte, wie es ist. Aber danach ist für mich dann auch irgendwann so, ne? Ich bin froh, dass es dann auch irgendwann vorbei ist, ne? Dass es ein Ende hat. Ich meine, würde man auch fast mit dem Film sagen. Ich bin froh, dass jetzt die Skywalker-Saga zu Ende ist. Richtig krass gesehen jetzt, ne? Klar, ich war traurig, aber ich finde auch nicht gut. Ne? Wisst ihr Bescheid. Vielleicht werden sich jetzt einige wundern und fragen, was soll der Shit? Aber doch, wirklich. Ist so. So, aber da ist Cell Marcor. Ich bin nicht so weit gekommen, um mit einem Handlanger zu reden. Bringt euren Meister her. Was? Der kann mich trotzdem sehen? Nein. Wow, er konnte mich tatsächlich sehen. Okay, alles klar. Alles wird gut. Der Typ ist krass. Ich kann noch mal von anschleichen, aber nix da. Jeder mit ihm. Tot. Aber er ist irgendwie beeinflusst. Ich weiß nicht. Aber seine eigene Schuld. Ist doch zu schwach. Ja? Zwar nur Lichtschwert aktiviert, aber. Ein harter Knüppelschlag kann ihn schon erledigen. Ich stehe in eurer Schuld. Cell Marcor lebt noch. Aber endlich bin ich von ihm befreit. Ich war so lange ein Gefangener der Finsternis. Ich muss mich dafür erkenntlich zeigen. Ihr habt Fragen. Meine Zeit ist knapp, aber ich werde beantworten, was ich kann. Er spricht Basic, ja. Ihr hört euch anders an als alle Gormaks, denen ich bisher begegnet bin. Und anders als die Voss. Ich habe eure Sprache vor langer Zeit von den Jedi gelernt. Oh. Mein Name ist Nemok-Tar. Und ich half einst den Jedi in ihrem Krieg gegen die Sith. Diese Kreatur, der ihr begegnet seid, war ein Avatar von Cell Marcor. Und ich bin einer derer, die sein Übel über uns alle gebracht haben. Was ist er? Woher nimmt er seine Macht? Redet, so lange, bis ich sage, dass ihr aufhören sollt. Seine Geschichte beginnt mit den Sith. Vor langer Zeit kamen die Sith in unsere Welt. Für sie waren wir nur Tiere, denen sie keine Beachtung schenken. Doch dann kamen die Jedi und verfolgten sie. Für die Jedi waren wir Werkzeuge. Waffen im Kampf gegen die Sith. Laut den Aufzeichnungen in der Ruinenstadt kämpften die Voss gegen die Sith, nicht die Gormaks. Bevor die Jedi kamen, gab es hier nur ein Volk. Wir baten um Macht,
und sie willigten unter der Bedingung ein, dass wir ihre Feinde bekämpfen. Wir wurden gierig, bestanden darauf, alle Geheimnisse der Macht zu erlernen und haben die Konsequenzen nicht bedacht. Die Machtrituale veränderten uns. Wer mit ihnen lernte, wurde ein Voss. Der Rest wurde zu Gormax. Das wusste ich wirklich nicht. Selbst mein eigenes Volk hat das vergessen. Ihr konntet es nicht wissen. Selmakor entstand durch die Teilung meines Volkes. Er ist die Dunkelheit, die diese Welt verschlingt. Er nährt sich aus Hass. Und solange mein Volk sich gegenseitig bekämpft, werden die Albtraumlande weiter wachsen. Bitte, Fremdling, kehrt nach Voska zurück und sagt meinem Volk, dass sie mit ihren Kämpfen die Voss bedrohen. Selmakor muss aufgehalten werden. Okay, kehre zu Darth Serevin zurück. Also hierhin. Ich bin aber auch in der Nähe von der Ritualkammer. Ey, komm Leute, wenn wir schon in der Nähe von der Ritualkammer sind, dann können wir auch das fertig machen. Dann machen wir die Ritualkammer. Dann schauen wir mal. Ach ja, stimmt ja. So, wo geht's denn jetzt? So, da lang. Okay, naja, dann habe ich jetzt ein Gap dazwischen. Gut, dann kann ich da durch. Okay, schade. Schade. Okay, alles klar. Was, dürfen wir da nicht rüberspringen, oder was? Ach, okay. Ich vergesse manchmal, dass es doch noch hier Fallschaden gibt. Aber ist auch gar nicht so schlimm. Ach ja, jo. Kann ich jetzt mal miterzählen. Ich habe Lego Herr der Ringe durchgespielt. Komplett, 100% alle Errungenschaften auf Steam. Hat gut 85 Stunden gedauert. Auf Steam werdet ihr zwar eine Zahl von ungefähr 110 oder so sehen, aber das haut nicht hin. Alles wird gut. So, warte mal, die müssen wir garantiert fertig machen hier. Denn, ups. Schade, na gut, okay. Denn, ich hab's öfters mal so Hintergrund laufen lassen. Ich weiß, ich hatte mindestens zwei, drei Tage definitiv das Aussehen angelassen, während wir dann schlafen gegangen sind, weil ich irgendwie in einer Mission war oder so. Ich weiß nicht, ich konnte da nicht speichern, aber keine Ahnung. Und von daher sind es alleine schon mal 16 bis 24 Stunden. Ich bin zwischendurch auch mal angelassen. Also von daher nicht wundern. Ach komm. So, uns erstmal kurz hier mal. Ich glaube, die nicht, oder? Oh doch, doch, hat gezählt. Genau.
Ah, perfekt. Ich bin die letzten. Wupp. So, den Rest können wir uns ja jetzt hier durchschleichen, ne? Da ist er ja. Na, Hartrick. Alles wird gut. Huawaska, warm gegen Wungham Trongwan Blau. Der Chao Trocha. Ah, was ist das? Die Warmax haben keine merkwürdigen leuchtenden Kristalle, sieht aus wie korrumpiert. Wir sollten ihn zerstören. Absolut. Ich muss euch beipflichten. Ah, er stirbt doch. Oder der Kristall fließt in ihn hinein. Was? Warum seid ihr hier? Darin. Was? Ich bin wegen Heilung hier. Ich bin Dalrin. Ich bin der Lehrer des Steins. Wir brauchen ihn, um uns den Rest des Rituals zu lehren. Ich bin bereits tot. Wir haben den Stein gemacht, um den Albtraum fernzuhalten. Heiler, nehmt den Stein, meditiert, verwandelt den Albtraum. Kranker, besiegt den Albtraum, benutzt den Stein. Er benutzt den Stein gegen die Albträume und dann kämpfe ich gegen sie? Und dann nehme ich den Stein und werde geheilt? Richtig. Sichere Reise. Danvoi, Wundadan, Achnan, Chokdontai. Wenn die Albträume erscheinen, benutzt ihr den Traumstein, dann töte ich sie. So, wo sind sie? So, erkunde die Albträume. Beziehungsweise erkunde deine Albträume. Folg mir einfach. Verwegen. Der folgt mir gar nicht. Ach, da ist er doch. Was macht ihr da? Das könnt ihr mir nicht antun. Ich liebe euch. Worauf wartet ihr? Benutzt den Traumstein. Was ist das? Was ist los? Habt ihr euren Sinn für Humor verloren? Ich gebe mich nicht so leicht geschlagen. So, der erste ist schon mal down. Fehlen wahrscheinlich noch ein paar. Ja, ganz merkwürdig, jetzt habe ich das hier oben ganz komisch. Ich weiß nicht, was das ist hier. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo das jetzt aufploppen wird. Ja, klar, nur mal Organa. Komm. Du wirst. Das ist euer Ende. Jetzt habt ihr keine Tricks mehr. Was geschieht hier? Was tut ihr?
Ihr habt euch immer noch nicht mit eurer Grausamkeit abgefunden, oder? So seid's. Ihr werdet sterben. Okay, jetzt tauchen die Zahlen hier oben links nicht mehr auf. Na gut, okay, merkwürdig, merkwürdig. Oh doch. Oh, Darth Zash? Really? Schüler, wie schön, dich wiederzusehen. Ich habe gerade an einem neuen Ritual gearbeitet. Nein, stopp! Nicht schon wieder! Stopp! Ja, das war's wohl. Ah, wie viel kommen noch? Einer? Zwei? Ich glaube, einer noch, oder? Darth Thanaton. Das ist dann also das Ende. Ich wusste immer, dass es dazu kommen würde. Ihr. Kann ich auch, weißt du? Ach Mensch, das tut doch ja nicht weh. Das ist es. Entweder es funktioniert oder ich werde verrückt. Vielleicht werden die dann drin gebündelt, dadurch, dass man sie besiegt hat. Oder seine Albträume besiegt hat, mehr oder weniger. Also, wisst ihr, so eine Art. Okay, interesting. Geht es euch gut? Sind die Geister noch in eurem Verstand? Andru? Ergast? Kalatosh? Horakmul? Nichts. Offensichtlich bin ich befreit. Ich bin erleichtert, mein Sith Lord. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, dass ich mir die Freiheit genommen habe, die anderen auf eurem Schiff zu kontaktieren.
Sie haben zugestimmt, den Gormag durch Voskar und auf die Raumstation zu schleusen. Sie sollen ihn in einer der Vorratskisten vom Schiff fortbringen. Die Voss dürfen ihn nicht bemerken. Wie ihr wünscht, mein Sith-Lord. Kam mir das gerade komisch vor, oder ist seine Hautfarbe vom Kopf her gerade ganz anders gewesen als sonst? Also, ein bisschen blasser. Das verbotene Ritual. Auf Voss, wo das Leben direkt durch die unfehlbaren Visionen der Mystiker bestimmt wird, ist kaum etwas verboten. Dennoch wurde ein bestimmtes von den alten Geisthellern praktiziertes Ritual, das angeblich mächtig genug war, um selbst den verwirrtesten Geist wiederherzustellen. Im Schrein der Heilung eingeschlossen und von einer Voss-Erscheinung bewacht. Das sogenannte verbotene Ritual, dessen wahrer Name schon längst in Vergessenheit geraten ist, erfordert das Traumwandeln Seite an Seite mit einem der verhassten Gormags. Durch die Vereinigung von Voss und Gormag kann der Geist von seinem Albträumen geheilt werden. Okay. Vielen Dank. Und wie kommen wir wieder raus? Achso, wahrscheinlich hier mit dem Meditationsaltar. Genau. Stell dir mal vor, hier wäre jetzt irgendjemand so weit herumgelaufen, er wüsste einfach nicht mehr raus. Ich meine, es gibt ja nicht hier, okay, ich gehe jetzt hier mal raus, oder? Ne? Nee. Ich meine, hat man das jetzt hier überall abgesucht? Södle! Dennoch, Leute, bin ich der Meinung. Sind seine Augen auch ein bisschen oranger geworden? Also so ein bisschen roter? Ich meine, ist das vielleicht... Also ich meine, ich denke mal, es liegt auch wirklich an der Korrumpierung, oder? Also, gehen wir mal davon aus. Hoppala. Aber ich habe das Gefühl, er sieht ein wenig böser aus. Okay, so. Begibt hier Luftschleuser des Schiffs aus Wurst und kehre zu das Theravin zurück. Okay, na dann. Warte mal, wo ist denn das jetzt überhaupt? Da, Voskar. Voskar ist für alle da. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Tatsache, ich hab's richtig gemacht. Ich frage mich jetzt echt noch, was Darth Severin uns zu sagen hat. Wahrscheinlich, hey, gut gemacht, alles klar. Na, hat's geklappt? Jo, alles klar, hat geklappt. Sehr schön. Gut, dass du uns auf Voss geholfen hast. Die sind jetzt auf unserer Seite. Hier ist nichts mehr zu erledigen. Die dunkle Kraft hat einen Namen. Selmakor. Ich habe gegen einen seiner Diener gekämpft, der behauptet hat, Jokal seine Visionen geschenkt zu haben. Die Voss sollten davon hören. Seit ihr aufgebrochen seid, nerven sie mich ununterbrochen mit Fragen. Mein Partner ist endlich zurückgekehrt. So wie es euer Mystiker vorausgesagt hat. Tief im Inneren des dunklen Herzens kämpfte er gegen einen Diener der Dunkelheit, der die Quelle von Jokals Visionen war. Danke, dass ihr diese Kreatur besiegt habt, Fremdling. Wir warten auf die Weisheit, die der Mystiker vorausgesagt hat. Eure Erkenntnisse werden Voss Zukunft in den Sternen gestalten. Ich bin mir sicher, dass ihr etwas entdeckt habt, das ihr den drei berichten könnt. Vielleicht etwas, das wichtig für die Verhandlungen des Imperiums wäre? Ich bin sicher, dass ihr genau... Die Voss und die Gormag sind eins. Jedi haben eure Welt vergiftet. Ja, wir sind böse. Die alten Jedi haben Experimente an den Gormags durchgeführt. Ihre Einmischung hat die Kraft des dunklen Herzens entfesselt. Solch ein Verbrechen ist undenkbar.
Warum sollten uns die Jedi solch einen Schaden zufügen? Haben die Gormax dadurch gelernt, diese Monstrositäten zu erschaffen? Wir wissen noch nicht, ob diese Behauptung wahr ist. Sprecht mit euren Mystikern. Sie sollen bestätigen, was mein Partner gesagt hat. Die Jedi haben euch betrogen. Ihr solltet die Republik aus Voska verbannen. Man hat euch schon zu lange angelogen. Eure Worte müssen sorgfältig überdacht werden. Wir bitten die Mystiker, über diese Angelegenheit zu meditieren. Wir werden alle Gespräche mit der Republik einstellen, bis wir die Wahrheit erfahren haben. Ihr habt alles getan, was von euch verlangt wurde, Fremdling. Die Vision wurde erfüllt. Wir sprechen uns wieder, Botschafter Serevin. Die Mystiker werden bedenken, was hier gesagt worden ist. Gut gemacht. Es war eine hervorragende Idee, den Jedi für die Korrumpierung des dunklen Herzens verantwortlich zu machen. Ich habe ihm die Wahrheit gesagt. Das war meine gute Tat für dieses Jahrzehnt. Ich versichere euch, dass alle wichtigen Leute von eurer Rolle in dieser Angelegenheit erfahren werden. Das ist eine seltene Ehre. Selbst ich habe noch nicht persönlich mit den drei gesprochen. Ihr habt dem Imperium gut gedient. Wenn ich Voss für uns gewinne, werde ich dies in eurem Namen tun. Der Imperator wird erfreut sein. Ey Leute, bevor ich das jetzt hier abschließe, habe ich nicht das gesagt? Habe ich nicht gesagt, ist ja nichts mehr hier zu erledigen. Ihr habt uns gute Dienste geleistet hier auf Voss. Jetzt könnt ihr gehen. Ich hoffe, dass alles nach Plan verläuft, mein Lord. Hab ich das gesagt oder nicht? So, annehmen, fertig und begib dich zur Luftschleuder deines Schiffes auf was. Ja Leute, das war's eigentlich schon wieder mit der dunklen Seite. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch zur Luftschleuder unseres Schiffes gehen. Und dann sind wir auf Forst fertig. Ich freue mich. Vor allem... Warte mal. Doch, natürlich. Ja, sag ich doch. War Voss. Ich war gerade so im Überlegen. Hä? War das jetzt überhaupt Voss? Aber ja, natürlich war es Voss. Ja, seht ihr. Gut, dass ich vielleicht nicht mit diesem verwirrten Zustand heute Abend noch gestreamt hätte. Ne? Deswegen, wisst ihr Bescheid. Aber jetzt. Ja. Okay, alles klar. Jetzt aber. vielen Dank fürs Zuschauen von SC Tor mal wieder. Däumchen mal wieder um geil. Ein paar Kommentare, falls euch irgendwas Dummes aufgefallen ist, wäre immer gut. Und deswegen bleibt salzig, haut rein und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.